In Österreich sorgt der Umgang mit Flüchtlingen aus Afghanistan für Streit in der türkis-grünen Koalition. Innenminister Karl Nehammer sprach sich klar gegen die Aufnahme von MigrantInnen aus dem Land aus. Die Menschen, die vor den Taliban flüchteten, sollten in der Region gehalten werden, sagte der ÖVP-Politiker in Wien. Der Sieg der Taliban ändere nichts an der österreichischen Haltung. Österreich schiebt weiter Afghanen nach europarechtlichen Möglichkeiten ab. Und dort, wo die Europäische Menschenrechtskommission uns einen Rahmen setzt, den wir nicht überschreiten dürfen, dort muss klar sein, dass es Alternativen gibt. Und diese Alternativen spiegeln sich wieder in dem Vorschlag Österreichs für die Europäische Union, für die Kommission, dass wir Abschiebezentren schaffen in den Nachbarländern Afghanistan. Ganz anders der Ton beim grünen Regierungspartner. Eigentlich müssten alle Menschen außer den Taliban aus Afghanistan evakuiert werden, forderte Asylsprecherin Faika El-Nagashi. Angesichts einer humanitären Katastrophe Phrasen fürs Abschieben zu dreschen sei entlarvend, twitterte sie, ohne die ÖVP explizit anzusprechen. Zuvor hatten auch andere Grüne Kritik am Koalitionspartner geübt und einen Abschiebungsstopp nach Afghanistan gefordert, darunter Vizekanzler Werner Kogler. Das Thema Asyl birgt für die türkis-grüne Koalition seit deren Antritt im Januar 2020 großes Konfliktpotenzial. Damit das Bündnis daran nicht zerbricht, ist den Parteien im Koalitionsvertrag zugesichert, dass sie sich im Streitfall gegebenenfalls außerhalb der Koalition Mehrheiten suchen können. Trotzdem sorgten Abschiebungsfragen bereits mehrfach für Spannungen.